Der Bus, so heißt es ja oft, sei statistisch das sicherste Verkehrsmittel. Die Statistiken allerdings stammen aus einer Zeit, bevor der Fernbusmarkt freigegeben wurde. Mittlerweile rauscht ein Vielfaches an Bussen über unsere Autobahnen. Der Verdrängungswettbewerb ist hart. Damit da nicht an der Sicherheit gespart wird, muss es Kontrollen geben. Allerdings, während die Zahl der Busse in Berlin massiv gestiegen ist, hat sich die Zahl der Kontrolleure nicht verändert. Es ist ein Boom in bunten Farben. Ein Fernbus nach dem anderen rollt runter vom zentralen Omnibusbahnhof. Die Konkurrenz ist hoch, die Angebote für die Kunden sind unschlagbar. Es gibt nichts Günstigeres einfach und ein angenehmes Reisen. Ich bin jetzt zweimal hier nach Berlin gefahren und ich fand es eigentlich immer okay. Die Pausen waren okay. Ich habe auch gerade auf dem Weg hierher überlegt, wie es sein kann, dass es so günstig ist. Berlin-Hannover 9, Berlin-Kiel 31 Euro. Kritiker sorgen sich, dass für solche Preise Fahrer oft keine Ruhezeiten einhalten können, übermüdet unterwegs sind mit schlecht gewarteten Bussen. Auch der Grünen-Abgeordnete Stefan Gelbhaar ist skeptisch. Der Abendschau und RBB Online liegen nun exklusiv die Antwort auf seine Anfrage an den Senat vor. Ihm geht es darum, ob die rasant wachsende Branche auch stärker kontrolliert wird. Ich hätte erwartet, dass, wenn man weiß, es kommt die Marktliberalisierung, dass man in Berlin dann sich überlegt, wie geht man damit um und dann entsprechend eben auch einen Schwerpunkt bildet und deutlich mehr Kontrollen macht. Dass das nicht passiert ist, das geht zulasten der Fahrgäste und das ist so nicht hinnehmbar. Auszug aus der Antwort der Senatsverwaltung für Arbeit. Im Lagezi, dem Landesamt für Arbeit, überwachen 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Sozialvorschriften im Straßenverkehr. Spezielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ausschließlich Kontrollen im Fernbuslinienverkehr durchführen, gibt es nicht. Es wurden keine zusätzlichen Kapazitäten geschaffen. Dabei hat der Verkehr stark zugenommen. Und die Zahlen zeigen, dass bei Reise- und Fernbussen die Fälle von fehlenden Aufzeichnungen der Busfahrer, fehlerhaften Unterlagen und technischen Mängeln zugenommen haben. Die Gewerkschaft EVG, die auch Busfahrer vertritt, bemängelt, dass in Berlin nicht genug kontrolliert wird. Es gibt in anderen Bundesländern schon Kontrollen. Es gibt Bundesländer, die haben sich sehr wohl auf die Liberalisierung des Fernbusverkehrs eingestellt. Beispielhaft sein zu nennen Niedersachsen und Hamburg. Dort wird stärker kontrolliert. Auch in Nordrhein-Westfalen zieht man die Kontrollen an und das ist insgesamt auch richtig. Für das Berliner Unternehmen Mein Fernbus fahren derzeit 300 Busse. Mehr als doppelt so viele wie noch vor einem Jahr. Mein Fernbus ist deutschlandweiter Marktführer mit Sitz am Alexanderplatz. Übermüdete Fahrer gäbe es hier nicht, man halte alle Regelungen ein. Wir können es garantieren in dem Sinne, dass wir alle Fahrpläne so ausrichten, dass wir Puffer einbauen und dass wir über unser großes Partnernetzwerk eben auch Ersatzfahrer zu den Bussen bringen können, wenn es einmal eng wird durch eine verkehrsbedingte Situation. Zusätzlich können wir hier immer in Echtzeit auch die Fahrzeuge kontrollieren. Ja, und das ist schon mal eine große interne Kontrolle. Von der Senatsverwaltung heißt es jetzt, man müsse die boomende Busbranche tatsächlich beobachten. Die gleichgebliebene Zahl der Kontrollen hält man aber für ausreichend. Grundsätzlich wünsche ich mir natürlich immer mehr Kontrollen, aber ich habe jetzt auch keinen Hinweis darauf, im Übrigen, ich verweise nochmal auf die EU-Norm, die da dezidiert eingehalten wird. Wir haben das ja nochmal abgefragt aufgrund der parlamentarischen Bitten und da habe ich keinen Hinweis, dass es nicht genügend Kontrollen wären oder dass es da jetzt noch viel verstärkt Aktivitäten entwickeln müssten. Ein Fernbus nach dem anderen rollt Richtung Autobahn. Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht.